Die Idee für diese CD ist, dass ich möchte zeigen, dass es Ukraine gibt. Wir haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, die ist sehr reich. Das Land hat eine tolle Geschichte, Geschichte, wo es immer seit Jahrhunderten um Freiheit kämpft. Und so sind auch diese Stücke, die sind sehr leidenschaftlich, sehr frei, sehr schön einfach. Und Ukraine ist ein schönes Land. Ich bin absolut glücklich und begeistert, diese CD jetzt aufzunehmen. Und diese Komponisten waren viel lange im Schatten. Und jetzt ist die richtige Zeit, sie der ganzen Welt zu zeigen. Ukrainische Sprache ist sehr melodisch und viele Sänger, die sehr viel auf Italienisch singen, vergleichen sehr oft diese zwei Sprachen. Und auf Ukrainisch ist einfach sehr angenehm zu singen, legato, dann fließt einfach ein Ton zu anderem und es ist einfach sehr melodisch. Und wenn man dazu noch ein bisschen Energie und seelische Leidenschaft mitbringt, dann ist das einfach ganz Besonderes, ganz Einzigartiges und es ist wert, es anzuhören. Seit der Anfang meiner Karriere, das ist 2009, habe ich immer versucht, als Zugabe ein ukrainisches Volkslied zu singen. Und es ist immer super beim Publikum angekommen. Und erst jetzt habe ich mir gedacht, warum eigentlich wollte ich nicht mehr zeigen? Es ist schade. Und als ich das Programm zusammengestellt habe, es ist mir auch bewusst, dass viele Stücke und nicht nur die gerade komponiert wurden, sind zum ersten Mal aufgenommen. Und deshalb finde ich diese CD so besonders. Und ich hoffe, dass die Zuhörer mögen diese Musik und hören es einfach öfter rein. Und dadurch wird ukrainische Musik bekannter. Und das ist meine Mission auch.